Ich bin hier vollkommen falsch, sehe ich gerade. Ja, dann fangen wir nochmal neu an, würde ich sagen, komplett. Da will ich jetzt eigentlich, also nicht das ganze Spiel, Dungeon. Also da will ich jetzt eigentlich nicht, ist einfach an der ganz kompletten falschen Seite irgendwie gelandet. Okay, wir nehmen das Triforce mit und gehen nochmal neu rein. Machen wir es so. Oh Gott. Also das ist schon sehr kompliziert. Wir bekommen nämlich in diesem Dungeon einen magischen Schlüssel, der sämtliche andere Schlüssel ersetzt. Dann brauchen wir gar keine Schlüssel mehr. Und den würde ich dann doch schon ganz gerne mitnehmen. Dafür müssen wir uns komplett rechts orientieren. Nein! Okay. Ja. Moment. Sehr doof von mir. Bin nicht gut vorbereitet, das tut mir sehr leid. Schwierig, ne? Sich hier zu orientieren vor allen Dingen. Hasse die Typen, ne? Hier waren wir auch noch nicht drin. Weil hier der Kerl drin ist. Nein, lass mich in Ruhe. Wir haben doch alles gemacht hier.
Ich bin immer noch nicht so richtig zufrieden, wisst ihr das? Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich machen muss. Das ist ja immer noch viel. Noch viel schlimmer, als ich dachte, irgendwie. Okay, wir können Goma zum Beispiel nur mit Pfeil und Bogen besiegen. Oh mein Gott, okay. Dann nehmen wir das Triforce mit. Und müssen erstmal Pfeile kaufen gehen. Das wird so, glaube ich, gar nichts. Ach du Schande. Dann wird ein ordentliches Stück Arbeit. Wir haben das Triforce zwar, aber ich will natürlich auch alle Gegenstände haben. Deshalb wird es ein bisschen umfangreicher, als man so denken mag. Buy something, will ya? Okay, der ist weg. Das ist ja richtig interessant. Oh, dieses Spiel, das macht mich so fertig. Ach Mann, weil die Ritter aber auch schon so schwer sind. Ich hab eine Idee, wie man die gut besiegen kann, aber dafür müssen wir jetzt erstmal in ein anderes Dungeon gehen. Da habe ich übrigens auch keine Lust drauf. Wisst ihr was? Wir gehen zum anderen Dungeon und gehen hier später nochmal hin. Das macht echt keinen Sinn so. Es ist wirklich... Vor allen Dingen, ich weiß ja, was da jetzt noch ungefähr kommt da oben an anderen Räumen. Nee, so auf jeden Fall nicht. Dann machen wir wirklich lieber erstmal was anderes. Ja. Aber nicht ohne. Ich habe die Orientierung verloren. Wir sind da oben. Okay.
Wie viele von den Pfeilen haben wir denn jetzt? Einen? Ich sehe schon, dass es nur ein Pfeil ist. Walk into the Waterfall. Können wir an der Stelle mal kurz ausprobieren. Tatsache. Pay me and I will talk. Okay. Also stimmte der Tipp, geh in den Wasserfall tatsächlich. Bin mir immer so unsicher, was das bringt, mit der zu reden. Okay. Danke für den Tipp, aber da oben waren wir schon. Entweder meint sie das mit dem Master Sword da oben, also mit dem magischen Schwert, oder sie meint eben den Tempel, der nach da fünfmal hochgehen da auf einmal erscheint, aber den haben wir ja auch schon. Popcorn! Jetzt sind wir da, dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Ne, wir gehen nicht nach oben, wir sind da. Ist doch, da sind wir, nach links. Wir müssen uns links halten. Okay, hier haben wir nochmal einen Händler, ist auch gut zu wissen. Und hier haben wir die Halskette der Stärke, wofür die genau da ist, weiß ich leider noch nicht. Ganz viele Leunen. Hab wieder die Orientierung verloren. Okay, doch, ich habe wieder die Orientierung gefunden. Weiß nicht, was hier wartet. Wahrscheinlich wieder Pay Me for the Door Repair. Man weiß es aber nicht genau. Okay, können wir nur wieder Sachen kaufen. Können wir vielleicht auch mal machen, statt immer zu laden. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Take any road you want. Okay, dann haben wir das Schnellreisesystem freigeschaltet. Dafür braucht man also das Armband und die Halskette der Stärke. Bleib stehen! Oder auch nicht. So. Weiß nicht, wie wir hier, müssen wir kurz was ausprobieren. Wie immer, ne? Tatsache. Oh! Master using it and you can have this! Das, ja, magische Schwert haben wir jetzt. Okay, es war nämlich nicht der Grabstein, den ich beim letzten Mal gezeigt habe, sondern der hier. Und mit dem können wir scheinbar sogar Geister töten. Guck ich das mal an. Der Wahnsinn. Darauf habe ich gewartet. Oder auch nicht. Oh, Leute, Leute, Leute. Aber gut, wir sind hier direkt beim nächsten Tempel. Haben aber nicht alle Herzen, das ist nicht so gut. 2,5 Herzen fehlen uns.
Ja, wir laden nochmal, werden das Schwert nochmal holen, denn dann fehlt uns nur ein Herz und das ist schon ein bisschen motivierender. Aber sehr schön, haben wir jetzt das beste Schwert, weil hier dieses magische Schwert ist das beste. Es gibt das, nicht das magische, genau, das weiße Schwert, was wir vorher hatten, und jetzt hier das magische Schwert und das ist das stärkste sozusagen. Okay. Hier haben wir übrigens den Friedhof. Ich bin nicht groß überrascht, weil hier war ich schon mal, bevor ihr euch wundert. Wow. Okay, Leunen instant mit einem Schlag ist aber nicht schlecht, ne? Okay, neues Dungeon, neues Glück. Dungeon Nummer 6 und das vorletzte theoretisch gesehen. Uns fehlt im 8 natürlich ein paar Gegenstände, aber uns fehlen jetzt nur 6 und 7. Ihr müsst wissen, dass das hier mein absolutes Hass-Dungeon ist, weil das ist das Dungeon, wo ich beim letzten Mal verzweifelt bin. Hier habe ich gesagt, nee, ich muss neu machen, weil ich die blaue Rüstung brauche. Das ist der Grund dafür gewesen. Okay, da haben die direkt aufgegeben, weil wir so unglaublich stark sind. Ist auch nicht schlecht. Der Kompass, okay. Naja, die Frage ist halt nur... was nach 8 de facto wirklich noch schwer erscheint. Kann doch nicht sein, dass die mir so viel Schaden machen, die blöden Viecher. Mann. Ah, ich hasse euch. Ah, ja, ich weiß, weil es wieder total doof, viel zu brachial und so weiter und so fort. Aber, oh, ich hasse dieses Dungeon einfach. Das ist so furchtbar. Nein! Mann, oh Mann, dann instant tot, ey. Mann, oh, das ist so doof. Problem ist einfach, dass ich diese blauen Dinger, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich mich beim letzten Mal total aufgeregt habe, ich hasse die einfach. Die halten auch noch so viel aus wie Sau, ey. Das ist echt nicht normal. Das sind die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel bis jetzt, wirklich. Weil ich auch nie verstehe, wann die jetzt diesen Fernkampfangriff machen und wann nicht. Ah, warum hat er den jetzt gemacht?
wollen einfach nur auf den Keks gehen. Die sind programmiert, um hier auf den Keks zu gehen. Ich sag's euch, das sind extra gegen mich programmierte Gegner hier. Oh Mann, port dich doch nicht durch die Wand durch. Ich möchte Schmerzensgeld für diesen Abschnitt hier haben. Okay, ich glaube, hier haben wir dann jetzt den Bonusgegenstand, genau. Den Zauberstab, oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, eine ganz interessante Waffe, die wahrscheinlich gegen die Ritter unglaublich gut sein wird. Und die wird, glaube ich, von dem magischen Buch verstärkt. Das heißt, wir haben die Waffe jetzt schon in einem ganz starken Modus, sag ich mal. Hier können wir auch ausrüsten, hier diesen Zauberstab, das sieht dann so aus. Mit Feuer, wie geil. Weil sie abfackeln. Karte als Belohnung ist auch nicht schlecht. Dann einmal bitte speichern. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne rausgehen, mich einmal regenerieren, weil so macht es dann doch wieder keinen Sinn. Irgendwie. Uah, uah, uah. Ich hasse diese Gegner, ich hasse die. Man, es gibt was Schlimmeres als teleportende Gegner? Vor allem, die juckt der Angriff ja gar nicht. Das macht denen ja gar keinen Schaden. Ja, tschüss. Nein! Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse dieses Dungeon. Wirklich, das ist so furchtbar. Na, weg hier. Okay. Okay. Boah, das ist aber echt schlimm. Also ich finde es schlimmer als 8 irgendwie. Leute, ihr müsst mir doch irgendwie eine Mechanik zeigen, damit ich gegen euch angehen kann. Ihr könnt doch nicht variabel einfach Schaden machen. Das ist so unfair. Ja, okay, können sie schon. Machen sie ja auch. Aber... Oh. Ich hoffe nur, dass das hier nicht der Weg zum Endgegner ist, weil dann haben wir... Mann, oh Mann! Oh, ich hasse... Es ist so schwer. Ein Herz, danke. Oh, ich habe mich in meinen Kopfhörern verfangen. Nochmal speichern. Oh Mann! Nein! Oh. Okay, wir machen das. Ich beruhige mich. Ich kann mich nicht beruhigen, wenn das alles so läuft, Mann. Ja, wie gesagt, es macht schon Spaß, ist auch wirklich herausfordernd, aber irgendwann ist auch mal gut. Weil mit dieser blöden Rückenmark, gegen die man einfach nichts machen kann. Die mich einfach auch noch aufisst, wisst ihr? Ich bin im Mark drin. Wie ein Bandscheibenvorfall. Da rutscht die Bandscheibe auch ins Rückenmark rein, ins Nervensystem. Oh, das tut dann weh.
Ich könnte einfach weitergehen, ich weiß, aber ich habe die Hoffnung, hier vielleicht noch ein Herz abgreifen zu können. Nö. Nö, warum auch? Herausforderung angenommen. Ja! Oh, boah! Boah! Wie haben wir das denn gemacht? Ach du Schande! Ich war so kurz davor, einfach aufzugeben, und es hat so gut funktioniert. Oh, geil! Nee, krass. Heftig, heftig, heftig. Ich bin nicht motiviert, das ist ja richtig gut. Okay, was bleibt uns zu tun? Wir müssen jetzt ganz schnell noch zum Level 8 Dungeon. Take any road you want. Hier muss ich mich einfach orientieren, so. Na, Schnellreisesystem. Hier will ich nicht hin. Take any road you want. Hier will ich auch nicht hin. Take any road you want. Ich muss mal sowieso gucken, wo ich bin, weil ich das gar nicht so direkt erkenne, glaube ich. Take any road you want. Das ist gut. Okay. Ich bin jetzt richtig übermotiviert. Das hat so gut funktioniert. Falls verschießen bringt definitiv nichts. Okay.
Nein. Boah, wenn man merkt, dass es einfach gar nichts bringt, man nur Herzen verliert. Furchtbar. Boah. Es ist aber auch wirklich... Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist einfach übertrieben hier an der Stelle. Das sind einfach zu viele mit den 4 Feuerspeiern rundum. Hier ist sie auch Level 8. Ja, ist mir wurscht. Trotzdem. Junge! Mann! Fee! Fee! Okay. Schnell nach links. Entschuldigung, kleiner Buster gerade. Ganz kurz, brauchen wir... Wie viele Bomben haben wir noch? 4. Okay, das reicht. Hier will ich nicht hin, oder? Ich will nach oben, glaube ich. Genau hier will ich hin. Open your eye. Because it's so beautiful. Spectacle Rock is an entrance to death. Spectacle Rock is an entrance to death. Okay.